ihr Lieben. Also, ihr habt ja meinen Alltag schon das ein oder andere Mal begleitet. Deswegen schaut ihr euch heute mal den Alltag vielleicht von Madeleine an. Madeleine ist eine Mitarbeiterin von uns. Sie arbeitet in der Produktion hier und im Versand. Und da wird irgendwie auf jeden Fall geschuftet. Da wird irgendwas gemacht. Was auch immer, so genau weiß ich das gar nicht. Was genau heute passiert, aber das könnt ihr euch anschauen. Viel Spaß dabei. Hallo, ich bin Madeleine. Ich arbeite hier bei Nordwolle seit 1,5 Jahren und ich bin die Produktionsleitung. Wir befinden uns jetzt hier gerade in meinem Lager. Hier lagern alle Produkte, die vorbestellt sind bzw. noch darauf warten, bestellt zu werden. Wie sieht dein normaler Morgen aus, wenn du hier reinkommst? Genau, also ich verschaffe mir erstmal einen Überblick über das, was Henry noch am Nachmittag geschafft hat. Weil ich mache eine Stunde vor ihm Feierabend. Er arbeitet dann noch weiter. Ich schaue, wie viel er noch geschafft hat und was ich ihm so an Aufgaben noch geben kann. Okay, das heißt, Henry, du bist Henrys Chefin. Kann man das so sagen? Ich bin Henrys Chefin, ja. Du grinst. Weil ich es gut finde, weil Henry so ein wunderbarer Mensch ist. Mit dem kann man sehr viel diskutieren. Er nimmt ungern irgendwelche Dinge an. Ich stelle mich hin und sage, ich möchte gerne das. Da ist er schon, genau. Ist Madeleine eine gute Chefin? Ja, doch. Wir mögen die alle. Meistens. Ich habe gehört, du diskutierst viel. Na, ich? Da hinten steht noch ein Wagen, den sie mitnehmen kann. Ja, Meister. Ja. Braunigab, da steht doch noch eine Karre. Bevor du sagst, ich diskutiere. Wieso steht der da hinten? Weil ich noch nicht fertig war. Eigentlich packe ich meinen Rucksack und so gar nicht vorher aus. Ich gehe erstmal in die Stepperei. Hier sind wir nämlich jetzt gerade im Moment am Bettdecken steppen, weil wir da einen kleinen Backlog aufgebaut haben. Die müssen jetzt raus unbedingt. Und Svetlana arbeitet auch länger als ich. Dementsprechend habe ich hier morgens noch einen Stapel und da kontrolliere ich einmal, wie viel wurden tatsächlich noch geschafft? Was kann heute rausgehen? Also du schaust dir die Qualität der Produkte an? Genau, und wie viel geschafft wurden, um so einen Zwischenwert zu haben, weil Marco möchte ja immer gerne Zahlen haben. Dann kann man ihm das täglich benennen. Wie geht's weiter? Ja, dann gehe ich durch in die Halle, guck dann, wie gesagt, was Henry so noch am Vortag geschafft hat. Henry ist dann schon meistens da. Der gibt mir dann immer noch so ein bisschen Feedback und fragt dann auch gleich, was ich für ihn zu tun habe. Und das erfahre ich dann aber erst meistens, wenn Kathi da ist, weil sie macht den Import von den Einkäufen des Vortages. Und dann kann ich schauen, was kann ich noch an Aufträge für Henry schreiben. Wie könnte so ein Auftrag jetzt zum Beispiel aussehen? Genau, also da die hole ich mir aus meiner Orderliste im Computer. Habe ich eine Orderliste und dann stelle ich ihm so eine Liste zusammen und dann weiß er, von welchem Produkt er welche Größe schneiden muss. Und ansonsten, immer wenn ich so zwischendurch was sehe, dann Henry, Henry! Henry! Den typischen Henry, den wir von Marco kennen. Den schaust du dir die Videos denn an? Ja. So, wie geht's jetzt dann weiter? Nachdem Katharina dann den Import gemacht hat, muss ich an meinem Laptop mir die ganzen DHL-Etiketten ausdrucken. Hast du einen eigenen Schreibtisch? Ja. Ganz hinten in der Ecke sitze ich. Was total amüsant ist, wenn dann hier so Leute vorbeilaufen, wo ist Madeleine? Ich bin dann da. Wenn Madeleine nicht zu sehen ist, ist sie in der Ecke. Jetzt schaue ich ganz genau nach, welche Produkte ich zuweisen kann einem bestimmten Kunden und dann drucke ich die DHL-Etiketten aus. Jetzt sind hier zum Beispiel die Schuhe angekommen, die habe ich jetzt da habe ich jetzt einen Tag draufgeklebt und die DHL-Etiketten schon ausgedruckt und die kann ich jetzt versenden. Was ist so die stressigste Zeit im ganzen Jahr? Kurz vor Weihnachten? Herbst-Winter. Ist mal wahnsinnig anstrengend, weil da muss noch mal schnell alles raus und dann fangen die Leute an, sich Gedanken zu machen, doch über eine dickere Jacke oder eine Bettdecke und dann kommen wir kaum noch hinterher. Genau. Die 43 Mustard. Dann haben wir hier immer auf dem Tag haben wir so eine Produkt-ID. Die steht hier bei mir auf dem Lieferschein auch mit drauf. Und nach der gucke ich dann, ich brauche einen Schuh in Größe 43 für Herren, die 52547. Dann gucke ich, das ist der. So, dann gehe ich an meinen Packtisch. Jeder Kunde bekommt erst seinen Lieferschein, ein Rücksendeetikett und dennoch ein paar Flyer von uns. Auf dem steht dann meistens noch, da steht dann immer noch ein kleiner Code mit drauf, dass sie beim nächsten Einkauf dann
paar Vorteile haben. So, das einmal zu. Und das kann los. Wo kommt das Paket jetzt hin? Bringst du das jetzt vor zu DHL, da ich, oder? Nee, da habe ich meine Rollis für. Jetzt wurde ja gerade abgeholt. Wir werden zweimal am Tag abgeholt, einmal am Vormittag und einmal am Nachmittag. Mhm. So kann ich den ganzen Tag verpacken und es ist zweimal wirklich am Tag abgeholt, dass möglichst viele an einem Tag auch rausgehen können. Wie voll wird der Rolli, wenn es jetzt an einem normalen Tag ist, so wie heute? 3 volle Rollis. 3-mal so voll. Also wir verschicken momentan zwischen 60 und 80 Pakete täglich. Hast du auch mit dem Kundensupport zu tun? Die Fragen hinterfragen bei mir dann eher was, weil ich ja die ganzen Listen habe und die ganzen Produktionsaufträge erstelle. Ich habe da schon eher eine Ahnung, wann dann ein Produkt kommt, wenn ein Kunde nachfragt. Oder das heißt, du bist die Schnittstelle zwischen Kundensupport und dem Bestand. Wo genau ist das Paket? Also da kommt man dann auf dich zu. Ja. Wie verhält sich das denn mit maßgeschneiderten Kleidungsstücken? Geht es auch? Das geht auch, ja. Das wird eingetragen bei der Bestellung. Wird das mit eingetragen, ob nur eine Armverlängerung oder eine Verlängerung der Gesamtlänge. Das erscheint dann mit auf dem Auftrag, den ich für Henry schneide. Und dann hat Henry die Schnittbilder für die Verlängerung separat mit im Computer drin. Okay, und nachdem Henry das geschnitten hat, geht es hoch in die Näherei? Geht es hoch in die Näherei. Also Henry schneidet immer auf 10 cm Ärmel plus und Gesamtlänge plus. Und die Näherei hat auch einen eigenen Auftrag. Und da steht dann drauf, wie viel es insgesamt sein soll. Nur 2 cm, 4 cm. Und die schneiden das dann dementsprechend. Okay, und steht dann da sowas drauf wie, diese Bestellung war jetzt von Lukas? Nein, das nicht. Also wir sehen keine Namen auf unseren Aufträgen. Jeder Kunde hat seine eigene Nummer und jedes Produkt hat seine eigene ID. Oh, du bist im Bild, Alter. Du ruinierst meine Schönheit. Du versaust das Bild. Hier haben wir jetzt unser Lager von den Produkten, die wir eigentlich am meisten brauchen. Wie hier oben, das ist alles das Gesteppte für die 3DX-Produkte, den Rasmus und die Sünje zum Beispiel oder unsere Westen. Henry muss da so ein bisschen ein Auge drauf haben, dass wir noch ausreichend von allem haben. Ich natürlich auch, weil ich organisiere auch die Beschaffung der Materialien, dass wir immer ausreichend da haben. Wenn es leer ist, dann haben wir einen großen Fehler gemacht. Ne? So lange dürfen wir natürlich nicht warten. Also ich würde sagen, ich komme einmal in der Woche, komme ich zu Henry und frage ihn, wie sieht es da und damit aus? Meinst du, wir brauchen noch irgendwas? Auch wenn ich schon so einen Transport organisiere und ich weiß, das Material liegt da, dann schaue ich gleich noch mal ins Regal nach, ob wir nicht noch mal was davon nachordern können. Gab es schon mal so richtig Ärger? Nein. Das hier ist das Material für das Infodel. Das brauchen wir halt für innen und für den Umschlag. Das ist jetzt Bordeaux-Farbe. Und wenn das mal leer geht, das geht relativ fix, da brauchen wir nur 2 Tage drauf warten und dann haben wir das hier. Das hier ist unser Dichtwalk und Flauschwalk. Da müssen wir ein bisschen im Voraus planen, weil wenn das leer geht, das dauert ein bisschen länger, bis es hier ist. Das sind die ganzen Schnittreste, die bei Henry entstehen. Die lagern wir hier gerade noch, damit sie dann in die Reißerei können. Und dann wird das Füllmaterial für unsere Kopfkissen. Und wie oft wird das abgeholt? Das ist ja schon ziemlich viel jetzt. Je nachdem, wie sich das ansammelt, ja. Das entscheiden wir spontan. Das ist, passiert nicht so oft im Jahr. Das ist jetzt das gerissene Material aus unserer Tambor-Kollektion, aus den Resten. Das wurde jetzt gerissen und das ist halt einfach zu fein und zu kurz, um das jetzt nochmal zu neuem Garn verspinnen zu können. Und dementsprechend gelangt das dann irgendwann in unsere Kissen. Total begeistert bin ich von unserer Kartonverschließmaschine. Ich liebe sie. Wir brauchen jetzt hier nur noch, manchmal hat der Marco wirklich gute Ideen. Pass auf, ich baue den Karton hier so zusammen, halte das nur ein, stelle da drauf, dann kommt das Produkt rein. Welches Produkt jetzt zum Beispiel? Das sind Kartons, in denen wir unsere Bettdecken versenden. Okay. Da kommen ausschließlich Bettdecken rein oder wenn ein Kunde mal 3-4 Jacken bestellt hat dann. Und dann ist das fertig und ich kann es einfach nur noch rüber. Gibst du, war es am Anfang auch schon so gehypt oder hast du dir am Anfang gedacht, oh, wie unnötig? Am Anfang dachte ich, boah, wie unnötig, was hat er jetzt schon wieder für eine Maschine hier angeschleppt und welche Maschine raubt mir jetzt schon wieder Platz in meinem Lager? Aber ich bin überzeugt, hat er gut gemacht, der Marco. Nicole hat mir jetzt hier gerade fertige Sachen gebracht. Da muss ich jetzt den Wareneingang vermerken an meinem Tablet und meinem Scanner. Ihr seid ja richtig digital unterwegs. Richtig digital, das ist richtig toll.
Also ich könnte mir das auch nicht vorstellen, hier mit ewig vielen Listen hinein hier rumzurennen. So, dann scanne ich das einmal und dann warten wir auf das Geräusch. Das war jetzt ein gutes Geräusch? Das ist jetzt ein gutes Geräusch. Jetzt ist es eingescannt. Jetzt muss ich es abhaken erst. Muss einmal bis nach unten. Wird ja so schön bestellt, wir haben ja so viel. Gut, und jetzt kann ich an meinem Computer gehen und gucken, ob ich das direkt in meinem Versand drin habe und dann kann ich es auch direkt wegschicken. Was könnte jetzt noch schief gehen oder warum könntest du es jetzt vielleicht noch nicht wegschicken? Ein Grund wäre, dass ich das überproduziert habe. Also wenn ich Produktionsaufträge schreibe, dann schreibe ich für jede Größe gerne mehr, damit auch die Wartezeit bei manchen Kunden nicht so lang ist. Oder es kann sein, dass der oder die Kundin noch auf ein zweites Produkt wartet, was noch nicht fertig ist. Und was passiert dann damit? Dann lagere ich das erstmal in mein Regal ein. Und das wartet dann so lange auf das andere Produkt. Habt ihr sonst noch ein Lager, wo Produkte liegen? Oder? Nein. Das sind unsere einzigen Produkte, die wir haben und die sind auch zu 90% reserviert, warten dementsprechend nur noch auf ein zweites Produkt. So, was passiert hier? Ja, hier machen wir unsere Bettdecken und ab und zu am Tag gehe ich mal gucken, wie es bei Jenny so aussieht, wie viel sie bisher geschafft hat und ob sie noch irgendwas braucht. Jetzt zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass das Vlies ganz schön leer ist. Das heißt, ich schnappe mir jetzt Vlies, genau, das haben wir hier hinten lagern. Das ist ja die Füllung für unsere Bettdecken. Und jetzt werde ich mir, glaube ich, mal die Jenny schnappen und dann holen wir mal ein bisschen Vlies rein, ne? Wo liegt das denn? Das liegt draußen in den Containern. Ist jetzt noch eine super Lösung. Ich bin gespannt, wie Marco das lösen möchte, wenn er die Container, die will er ja irgendwann mal wieder weghaben vom Hof. Und wir haben letztes Mal 120 Rollen Vlies bekommen. Bin ich gespannt, wo er die sonst lagern möchte, wenn die Container nicht mehr da sind. So, Jenny. Unser Henry hat uns hier ein Band gebaut. Und den Container möchte Marco weghaben? Alle drei am liebsten, ja. Alle drei Container? Mhm. Weil vorher, bevor die Halle fertig war, waren die Container auch unser Lager und unser Bettdeckenversand und so. Die haben wir ja wirklich noch genutzt. Jetzt, wo wir aber unsere Halle haben, werden die hoffentlich irgendwann überflüssig sein. Wo ist der Henry, wenn man ihn mal braucht? Hä? Willst du das dahinter schmeißen erstmal? So, jetzt habt ihr Madeleine mal gesehen und über die Schulter geschaut. Ich hoffe, das hatte hohen Unterhaltungswert. Und ihr habt gesehen, wie gewissenhaft hier unsere Mitarbeiter bei der Nordwall sind. Was für einen hohen Qualitätsanspruch wir an uns stellen. Nicht wahr, Madeleine? Machen wir. Alright, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Ihr wisst Bescheid. Abonnieren, Notification, Shit, ring the bell and all that. Und kommentiert ruhig auch, wie euch das gefallen hat, was ihr hier gesehen habt. Und ob wir vielleicht doch noch mal jemand anderen begleiten sollten. Es gibt ja noch mehr Leute hier, nicht wahr? Auch vielleicht eine Näherei oder so. Interessiert euch das? Was machen die Leute hier im Unternehmen? Schreibt uns das mal in die Kommentare und wir kommen dem nach, wenn wir können. Ich wünsche euch was. Abschalten. Tschüss.